Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark Survival Evolved. Wir sind ja immer noch auf der Karte Extinction und ich stehe hier mal wieder vor der Base und was das heißt, wisst ihr sicherlich. Wir fliegen jetzt etwas zähmen, nämlich den Gascher. Ich muss jetzt natürlich von der Base aus starten, weil ich bis eben gerade noch hinten unser Dino-Gehege gemacht habe. Oder beziehungsweise zugemacht habe. Damit haben wir nämlich gestern angefangen, damit auch der Managamril oder wie auch immer der ausgesprochen wird, Drache, da geschützt drin steht und unser Tech-Rex auch. Ja, ich fliege jetzt ungefähr zu den Koordinaten 30. 30, aber ich zeige euch das dann nochmal alles, wenn ich da bin. Ich würde dann sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, wir befinden uns jetzt genau an der Stelle, wo es runtergeht. Huch, ich sollte meinen K-Modus ausmachen. So, wie ihr seht, die Eule hat bis jetzt kaum Stamina verbraucht. Und ich kann euch jetzt über den. Ich denke, sie zeigen, wo wir sind. Wir sind jetzt bei 27, 22. Und hier geht es runter. Hier vorne ist auch hoch. Nicht so schnell, weil das leckt nämlich gleich, weil ich das alles aufbauen muss. Und dass die auch immer nur so ein Stückchen gleiten, wie ihr gerade seht. Jetzt seht ihr auch, dass es ein bisschen ruckelt. Und hier unten werdet ihr die Gashas finden. Da vorne seht ihr schon den blauen Ark. Ihr seht auch, dass es jetzt ein bisschen dunkler wird. Ich hoffe, es ist für YouTube dann nicht zu dunkel. Oh, ich fall aus dem Sturzflug runter. Bloß nicht, stehen bleiben. Muss ich kurz einrödeln. Karte muss natürlich erstmal immer so ein bisschen laden. So, da war gerade die Stimme weg. So, aber ihr seht, dann geht das ganz schnell wieder, dass ihr hier runter düsen könnt. Und wir suchen jetzt nach Möglichkeiten, ein hohes Weibchen. Wir haben zwar schon ein hohes Weibchen in der Base stehen, aber ich habe gesagt, ich hole mit euch zusammen noch eins, denn die müsst ihr nicht in Narkose schießen oder so, sondern die werden einfach passiv gezähmt. Mit Eulenkotze. Beziehungsweise Gewölle, wie die halt eigentlich ursprünglich. Na, das wollte sie gerade wieder nicht fliegen. Das. Ursprünglich hatten wir hier gestern nämlich schon ein hohes Weibchen gefunden, hier an dieser Stelle. Die war allerdings leider verbuggt. Die wollte nicht fressen. Dann habe ich gesagt, ja, mache ich halt heute. Dann habe ich wenigstens das Zähmvideo. Ne, das war ein Raptor. Also, die können jetzt hier eigentlich überall rumlaufen. Problem ist jetzt halt, ich bin mit der Eule unterwegs und die machen halt nicht ganz so viel Damage wie ein Argentavis. Mein Argentavis ist auch ein bisschen sehr stark. Ah, cool, guckt euch das mal an. Hier bin ich noch gar nicht durchgeflogen. Schön. Mit diesem Plätschern von der Wand. Gefällt mir. So. Jetzt hoffe ich, dass wir gleich mal einen finden. Denn die laufen hier eigentlich überall rum, aber das ist ein Paarer. Das hier vorne sind normale Kristalle. Oder die grünen Gems sind das sogar, soweit ich weiß. Oder wenn ich jetzt recht überlege. Mal gucken, ob wir einen finden, weil hier laufen nämlich auch ganz oft welche rum. Aber guckt euch mal an, wie schön das hier ist.
Warum ist ein Terry? Warum leckt denn das jetzt? Oh, der Server speichert wieder. Da oben ist ein Terry. Oh, der Server war recht hoch. Gefällt mir. Ein hoher Terry. Hier vorne liefen nämlich gestern auch welche rum. Aber irgendwie da oben. Da oben ist ein Gascha-Weibchen Level 96, die ist hoch. Ich suche schon was Höheres. Aber da habt ihr jetzt schon mal eine gesehen. Ist das da unten wieder ein Terry? Jawohl, da unten ist auch ein Raptor. Wie schön. Ja, Raptoren laufen hier unten sehr, sehr viele rum. Da vorne ist auch nochmal ein Gascha. Ich wollte gerade sagen, bitte sei hoch, aber den Gefallen hat es mir jetzt nicht getan. Iguanodon. Wenn wir jetzt gleich keinen finden, dann suche ich halt kurz dann alleine weiter. Und hole euch dann dazu, wenn ich einen gefunden habe. Da. Der ist doch perfekt. 232. Weiblich. Okay. Ich zeige euch nochmal ganz kurz, wo wir hier sind. Wir sind zwar 11,5285. Das heißt, ich muss jetzt meine Eule hier abstellen. Und nehme mir hier einfach so ein bisschen Eulen. Wie ich das mal ganz nett sage, Eulenkotze ins Inventar. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Und den ersten packe ich mir auf die 0. Nein, das habe ich schon rausgeschmissen. Das sollte jetzt natürlich nicht passieren, weil wir sind ja nicht bei ihr. Wo ist sie denn? Da unten. So, jetzt schmeißt ihr hier den einfach hin. Hat sie gefressen? Irgendwas stimmt jetzt hier schon wieder nicht. Hallo? Im Grunde genommen ist es egal, wo ihr den schmeißt, haben wir ja die Erfahrung gemacht. Es sieht gerade so aus, als ob sie fressen würde. Aber sie tut es nicht. Und da liegt er gerade noch bei ihr an der Hand. Sie möchte nicht. Könntest du dich vielleicht nochmal bitte... Oh, jetzt kommt dieser Terry. Was hat denn der da hinten für ein Level? Männlich 80. Nimm den, der ist gut. Kommt frisch aus der Eule. Huch. Da unten ist doch aber noch einer, habe ich gerade gesehen. Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Au, lass die Eule in Ruhe. Oh. Ja, gut, so viel Aufregung gerade. Das habe ich gerade auch verlost. Voll ist noch ein Gascha Level 32. Ja, dann versuchen wir es da hinten mit der 96er. Dann kann ich es nicht ändern. Die möchte nicht. Oder ich suche nochmal nach einer neuen. Das scheint nämlich das andere Weibchen zu sein, die gestern auch Probleme gemacht hatte. Die wollte gestern nämlich schon auch nicht fressen. Irgendwie haben wir das Gefühl, das liegt an diesem... Oh, jetzt kommt der schon wieder. Dieses... Ich hasse dieses Tier. Ich will meine Eulenkacke. Ja, also ihr seht, es läuft nicht immer glatt. Sie hat jetzt, glaube ich, auch das immer noch nicht gefressen. Doch, sie frisst. Oh Gott. Und jetzt haben wir dieses Tier am Arsch.
Komm her, du Agro-Knödel. Ich zeig euch jetzt mal, was ich meine mit der Eule. Komm, du Agro-Knödel. Wir ziehen den jetzt mal kurz hier weg. Ich mag Terrys echt nicht. Also so zum Farmen echt toll, aber sonst sind die recht... Oh nein. So, ich muss hier erstmal irgendwo hoch. Ich hoffe, dass meine Eule mitkommt. Komm her, komm her. Oh, Terrorknödel. Also ihr seht jetzt auch, wie viel Schaden das Tier macht. Eule, lande doch nicht immer. Problem bei den Eulen, die landen halt wirklich immer. Ich hoffe, da kommt mir jetzt nicht weiter hinterher. Ja, das ist jetzt so ein Anfangs-Fail, den lasse ich definitiv drin. Eule hat Leben verloren. Ich weiß es jetzt bei mir gerade gar nicht. Was ist das hier unter mir? Ein Schwein, okay. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht zurück. Also ihr seht, ich konnte sie gerade anfangen zu zähmen. Ich habe auf jeden Fall keine Rüstung mehr an. Oh, 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 oh. So, und jetzt schmeißt ihr das hier halt einfach hin. So, ihr seht, ich schmeiß jetzt wirklich einfach alles hier hin. Und dann seht ihr unten den Zähmbalken, wie der immer wieder hochgeht. Oh nein, ist der Agro-Knödel schon wieder da. Och Mann. Das kann nicht angehen. Steht jetzt bei 52%. Ne. Oh doch, die frisst. Ich weiß nicht, wie viel Köttelchen da unten noch liegen. Einen brauchst du noch. Nein, 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 nein. Da, sie ist unsere. Wir haben sie gezähmt, aber ich kann gerade leider nicht weiter runter wegen diesem Agro-Knödel, wie gesagt. Wo sind sie Agro-Knödel gerade? Da vorne. Immer noch pissig. Wir pfeifen sie jetzt einfach mal an. Wir ziehen sie jetzt einfach mal ein bisschen mit. Weg von diesem Agro-Knödel. Kommt sie? Wollt ihr mir jetzt gerade sagen, dieses große Tier hängt an so einem kleinen Stein? Huch, hier oben wäre auch noch ein Gascher gewesen. Guckt mal. Oh, ein 224er. Wow. Okay, wir hätten also vorhin gar nicht weit suchen müssen dann. So, passiv, abpfeifen. So, jetzt nehmen wir die erstmal mit, weil wir hier unten können wir sie nicht in Ruhe angucken. So. Jetzt habe ich sie ja natürlich wieder hier unten drin. Ich hoffe, dieser Agro-Knödel kommt jetzt nicht schon wieder. Oh, dieser Terry. Der hat mich jetzt geschafft. Es hätte so einfach sein können, aber war es jetzt nicht. Also ich fliege jetzt schnell nach Hause und ich hole euch gleich dann dazu. Dann gucken wir uns den Gascher ein bisschen genauer an und was er so kann. So, wir sind jetzt im Dino-Gehege. In dem großen Raum. Ich schmeiß ihn jetzt mal dahin. Da ist sie. Jetzt können wir sie uns auch einen Tucken schon genauer angucken. Oh Gott, dieses süße Gesicht. Guckt euch das mal an.
Voll niedlich. Sie kann leveln und man sollte die am besten auf handwerkliches Geschick leveln, weil diese ja oben hier diesen Kristall zum Beispiel haben. Wir haben schon einen fertigen Sattel, aber ich werde euch trotzdem gleich vorlesen, was der Sattel braucht. Hier seht ihr die anderen drei. Das hier ist ein. Ist das das kleine Männchen? Ne, das ist das große Männchen. Das ist das kleinere Männchen. Sieht man ja vom Level. Und das ist das kleinere Weibchen. Das größere. Ja, doch, das kleinere Weibchen. So, die drei haben wir halt gestern geholt. Und jetzt gucken wir mal, was der Gascha-Sattel bräuchte. Nein, den macht man nicht da drin, den macht man hier drin, oder wie? Irgendwie hat sich gerade meine Fest-Dingsbums. Gas weg wollen wir nicht. Oh, wird ein Sattel drin gemacht? Hier ist er. Ach, der wird mit C geschrieben, der wird gar nicht mit C. Wird der Gacha? Ah, egal. Der Dings hier. Also, er braucht für die anderen Sattel ebenfalls 150 Chitin oder Keratin. 185 Fasern und 350 Leder. Die Sättel sind echt günstig. Nam nam nam. Ich glaube, ich habe den gestern hier hinten reingeschmissen. Hier ist er. Treppe. Ich mache mir jetzt keine neue Rüstung. Ich laufe jetzt nackig rum. So, hier, guckt mal. Den kennt dürft ihr auch noch kennen. Die andere Eule steht auch irgendwo da hinten. Und aktuell sammeln wir erstmal in Eulen die Kotze. So, hier ist der Rex, den wir gestern gezähmt haben, von dem ich vorhin erzählt habe. Aber um den geht es jetzt ja gar nicht. Wir wollen jetzt ja sie einmal ein bisschen ausführen. So. Bei uns spawnen ja die Tiere nach wie vor bis Level 240 wild. Ah, Hilfe, Tür. Voll gegen die Nase. So. Ey. Also, wie ihr seht, das sind nicht die schnellsten. Bin unter dem Bauch. Ich bin unter dem Bauch. Lass mich raus. So, dann machen wir hier mal die Tür zu. Und gucken mal kurz, was hier so Schönes kann. Kann ich das hier abbauen? Oh ja, guckt mal. Aber die holt ja mehr Stein raus. Ja, okay. Gut. Dann lassen wir es mal lieber. Also das ist ihr langsames Laufen. Oh, wo ist denn ihr Kopf da? Also wie ihr seht, wir sitzen da unten in diesem Korb. Das ist das schnelle Laufen. Gott, wie kriege ich sie denn richtig rein? Oh, und davon ist die Klippe. Entschuldigung. Oh. So, also bei ihr plimmt es gerade ganz rund auf den Rücken und bei uns klebt hier irgendwas an den Füßen rum. So, jetzt seht ihr das mit dem Leuchten auch mal ein bisschen besser hier. Also das ist das langsame Laufen, von dem ich vorhin erzählt habe. Das sieht so aus. Das ist halt das Rennen. Ich finde, die haben ein mega niedliches Gesicht. Ich finde aber den Sattel ein bisschen gut für das Tier. Wo wollen wir einen Sattel auf dem Rücken hinpacken? Aber. Na, einmal wieder rausscrollen und sehen wir vielleicht auch mal die.
das ist die linke Maustaste. Kommt auch mal so ein Pfötchen nach vorne. Rechte Maustaste. Quatsch. Auf C. Nix. Verbraucht das viel Stamina? Nö. Ja, es sind also eigentlich sehr genüssliche Tiere eigentlich. Also, wir haben gerade gesehen, man kann mit den Steinen farmen. Oh. Wir haben uns gestern noch ein Bödi gezähmt. Aha. Also, Holzstroh geht auch. Joa. Beeren auch. Ach, guckt euch das mal an. Ihr holt Fasern raus. Also, falls ihr irgendwas sucht zum Fasern farmen, anstatt den. Wer ist jetzt wieder Terry zu nehmen? Könnt ihr den kleinen nehmen? Ja, haut zu, ist alles gut. Wir machen nochmal einen Screenshot. Diesmal mit Sattel. Ja, das war's dann mit diesem Video. Ich weiß jetzt nicht, was ich noch dazu sagen soll, außer halt, dass er jetzt gleich irgendwann hier hinten dieses Geplimmel verliert. Außer ihr könnt noch. Mir fiel doch da gerade noch was ein. Also A, einmal immer am besten hier unten auf handwerkliches Geschick leveln, ne? Umso besser werden halt die Sachen, die der halt fallen lässt. Und ihr könnt einmal, wenn ihr länger E drückt, unter Produktion sehen. Unter Produktion sehen, was er alles herstellen kann. Also Stroh, Stein, Green Gem, also grüne Gems, Ball aus erstarrtem Glas. Ach, die Dinger. Kristall, organisch, binär. Ja, habe ich das mal nie drauf? Ach, hier. Ach, jetzt hat er es abgeschmissen. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Da, an seinem Fuß. Da haben wir jetzt hier ein Gacha-Kristall. Gacha, ihr wisst schon. Kristall, das ist normaler, damit könnt ihr auch Ferngläser herstellen und. Also wie normales Kristall halt verwenden. Achso, ja, das mit dem Kryopod ist halt wieder, ne? Die kann sich jetzt halt erst in 5 Stunden ein Baby wünschen. Oder halt zum Baby machen, wäre sie denn bereit. Weil, die Weibchen haben ja das Problem, wenn sie aus diesen Kryopods kommen, haben sie diesen Timer unten drin. Ja, dann würde ich sagen. Ach so, ja, ich wollte jetzt mal noch. Die Sicht ist ja auch natürlich witzig. Ja, okay. So, dann würde ich jetzt sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.